Wenn ich stärker bin, ich jetzt sowieso. Was war das denn? Ey, wie cool ist das denn? Achtet mal oben links auf das Symbol, dieses Vieh. Der Wolf. Wie er sein. Je nachdem, wie ich mich drehe, verändert sich sogar der Schatten, der auf das Symbol fällt. Das ist ja geil. Leo! Wait for me! Der Gruppenkampf ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner. Wechseln in diesen Stil durch Linksklick. Das Greifen sowohl. Und indem ihr C drückt. Ich will nur im Kampf? Fragezeichen. Ah ja, da haben wir es jetzt freigespielt. Okay. Oh, ich sehe schon, ja. Greift dann alle Richtungen an. Sehr, sehr gut. Tja, Leonu. Okay. Wohin darf's gehen? These stairs lead to the lab. Follow me. Follow me. Ape-style. The energy you annexed from the Circle of Elements is enough to stop the witches? You tremble, yet you complain Savola would have them all, leaving none for you. Did the sight of a single witcher, White Wolf himself, instill fear? The aforementioned, considered dead, I might add, is a known killer. I'll gladly challenge him. Leo, stand back. Come on, Professor. Time is essential. I wield the power of the Circle of Elements. They are no threat. Back to work. I want the mutagens ready for teleportation in 15 minutes. Our witches shan't trouble us. Ich denke nicht, Freundchen. We're cut off. The stairs are blocked. The magic barrier looks solid. We need Triss. They're robbing us. Geralt, clear the passage upstairs. Use a sign. A sign? The Ard. I can't do it since I broke my fingers training along the gauntlet. Cast the Ard at the debris. I don't remember the signs. Let's go to the Circle of Elements, a source of the power. You need to try and learn the Ard. All right. Okay. Was auch immer die Zeichen jetzt sind, aber das werden wir sicherlich gleich erfahren. Ich bin schneller als du, mein Freund. Wohin? Führe mich an. Ah, links geht auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu lernen. Schaut euch später im Spiel noch andere Elementarkreise um Mächte zu lernen. Okay, Kreis der flüsternden Steine. Success? We'll see in a minute. I knew it would work. Let's get back, before Lambert kills the Frightener himself. Das A-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder Feinde zurückzustoßen. Rechtsklick auf ein Ziel, um das Zeichen zu wirken. Aha. Okay, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück und wirken dies Art mal. Und links sehen wir es gerade auch in der Leiste. Voll drauf. Bam. Nicht getroffen. Ich muss jetzt erst wieder aufladen. Hm. Oh. Oder habe ich irgendwas missverstanden? Nee. Ist auch da genau, oder? Die ist nicht da, warte mal. Ah, hier. Hä? Hier soll ich hin. Okay, dann wirke ich das halt hier nochmal. Muss scheinbar erstmal wieder warten. Lol. What did you learn? The bandits are in the lab, searching for something. The mage used the Circle of Elements to create a magic barrier. The plague. You're all children. Why didn't you mention the circle? Triss, child. It didn't seem important.
If the mage aligned with the circle, he can create a stable portal through which he'll travel to anywhere on the continent, taking your equipment with him. All right, we made a mistake, but you said the mage was harmless. I said I didn't know him. I think we should protect the lab above all. Don't panic, Marigold. We know you'd like to see our witch's secrets. Vesemir, if that idiot doesn't shut it, I'll... Enough! Lambert, stop baiting Triss. Show her some respect. Triss, if we go to the lab, they'll have us surrounded. We know tactics. Maybe we should split up. Geralt's right. We need to protect the lab and kill the Frightener. Who goes where? Only I can break the barrier. I'm going inside. Vesemir? I'll stay and handle the Frightener and Savola. What about you, Geralt? We may both need your help. Also, oh, ah, ich kann eine Auswahl treffen. Wir sind nur furchtbar und ihr Geralt, wir können beide. Ich will den Typen auch voll einem. The lab is important. I'm going with Triss. Me too. It's decided then. Eskel and Lambert will stay with me. Savola just cast a spell. Something's happening. The ground is shaking. Feel it? They're breaking through. Watch out! Quickly, defend the laboratory! Uh-oh. Jetzt gibt's, glaube ich, echt aufs Maul. This could be a hard fight, Geralt. Take this potion. Witchers call it the Tawny Owl. It restores endurance. Very useful when fighting mages. Thanks. Let's go. Okay, das war nochmal der Rucksack. Ja. Wo ist aber denn unten alles? So viel Stuff. Na gut, dann... Hier mal, da war es lang, ne? Du. You'll go no further, White One. I'll summon a powerful demon that will tear you apart. A bluff. He's exhausted from teleportation. Magic lights is about all he can muster. Go. We'll deal with him and join you at the barrier. Underestimating an opponent. Now the energy of my people will make me stronger. Geht ganz schön ab hier gerade. Kann ich einfach hauen? Ich glaube, ich muss mal erstmal seine Typen hier. Seine Lebensenergie. Sein Schild. Außer Gefecht setzen. Ah ja, tatsächlich. Ich glaube, das klappt, oder? Ja. Mr. Leben. Ja, ich glaube, das hat. Funktioniert. Uiuiui. Kann ich nochmal angreifen? Nein, geh weg! Macht der mir damit Schaden, wenn er das macht? Weiß ich nicht. Jetzt kann ich, ich habe noch diesen anderen Kampfmodus drin, vor allem. Wechsel mal auf starke Hits. Wir machen auf jeden Fall Schaden. Ha, da kackt die Kombo die ganze Zeit. Auf jeden Fall hat er sein Schild nicht mehr. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Oh. Geschafft. Are you hurt? Did he get you? Nah. But if those were magic lights, I'd hate to face a truly powerful sorcerer. I wanted to help, but I couldn't break through that strange circle.
Savola's eating dirt. That's what matters. We need to help Triss. Let's go. Okay. Fällt wie, dass die Szenen sehr kompakt erzählt sind. Dass es quasi schnell Schlag auf Schlag weitergeht. Und wie mache ich mich bisher? Guck mal, hier ist ganz viel Zeug. Speise, regeneriert Vitalität. Kann verkauft werden. Was ist Vitalität? Das ist meine Lebensanzeige. Kannst du einfach mal essen. Warum steigt das jetzt da oben, der rote Balken? Ja, und da habe ich irgendeinen Effekt gerade. Was? Ach so. Okay, Vitalität ist das Rote. They're ransacking the laboratory. The other mage is... I underestimated him. Hurry. Nicht gut. Triss hat kassiert. Triss kann keine andere aufhalten und sie treppen hinunter zum Labor. Dann machen wir das mal. Oh je! Wohin soll das führen? I found it. We have what we came for. Professor, deal with those witches. I hear witches can parry bolts in flight. Stop! No! War so klar. Ah! Another fairy tale. Ist auch kein richtiger Hexer. Du Lappen. What happened? Smashed ribs, punctured lung. He's dying. He needs White Rufford's decoction. Hang on, Leo. It was here. I can't find it. Vesemir. Leo is dead. How did this happen? He attacked the professor. I was late. It's not your fault, Geralt. We're all to blame. Triss barely made it fighting for us. These are bad times for witchers. And something tells me they'll only get worse. Is it safe up top? Relatively. Some stragglers up there, but we'll deal with them later. You look tired. I'd like you to rest. I'll keep watch and tend to Leo's body. Eieiei. Linksklick auf die Meditation, auf das Meditationssymbol, um den Meditationsmodus zu wechseln. Was ist das Meditationssymbol? Die Sanduhr oder was? Wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr mittags, morgen und Mitternacht oder Dämmerungssymbol anklickt. Aha, aha. I'll find you later. Was ist da? Ort gefährlich. Ja, ideal, um schlafen zu gehen, würde ich sagen. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Tagebuch. Uhu. Leo starb an der Hand des Professors. Warum? Hallo, Yuna. Hier haben wir Infos zu den ganzen Charakteren. Die trägt sie ganz andere Klamotten.
Infos über alles Mögliche. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr schön. Puh, aber jetzt können wir erstmal ein bisschen durchschnaufen, immerhin. Will ich nur mal kurz gucken, wo das Meditationssymbol ist. Ach, was ist das? Ein Talentbaum? Sieht so aus. Ja, Eigenschaften. Beginnender Hexer. Das ist die Karte nochmal. Das ist das System. Feine abzuwehren, Türen, Toren zu schlagen, Karren umzuwerfen. Ah, warte mal, dann können wir bestimmt diese Hexenkessel da auch benutzen. So, wie gesagt, jetzt muss ich noch eben gucken, wo ist... Wo kann ich pennen gehen? Ja, das werden wir tun. Wo ist denn das jetzt hier, das Symbol? Da? Nö. Leute, wo kann ich denn jetzt schlafen gehen? Solange gucke ich, was hier noch so überall zu finden ist. Keine Ahnung, was ist das? Ach, das war das Schwalbending. Einfach stacken. Schön. Die Musik gerade, die ist echt schön. Mosses and grasses. The smell is heady. Mir gefällt der Soundtrack. Übrigens möchte ich mal nebenbei anmerken, sehr gut. Pilze. All that's missing is a mage who'd know how to use this. Ich muss nochmal mit dem anderen Hexer reden. Das war... Ach so. Ach so. Danke. Yes? I see. Das ging nur damit, okay. Danke. Ihr habt Talente verdient. Verwendet diese, um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attributenzeichen und Kampfstile. Wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der Liste links. Dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus dem Fertigkeitsbaum rechts. Also nochmal, wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der Liste links. Dann wählt unter den markierten Aufwertungen Fertigkeitsbaum rechts. I see. Um eure Auswahl auszuführen, Linksklick das Stundenglas, um sie zu löschen und neu auszuwählen, Linksklick auf Löschen. Ja. So, unten links. Ist das hier damit gemeint? Ich meine, so viel scheinen wir auch nicht machen zu können. Das hier halt. Stärke, Schaden, parieren, wird der Tiltio kommen. Gib ihm. Ah, I see. Und da... wird es dann quasi aufgestuft. Nur wo meint er gerade mit? Nein, 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 nichts abbrechen hier. Meint er gerade, ich kann wechseln. Unten links. Wie gesagt, alles sehr neu für mich, Leute. Alles sehr, sehr neu. So, klappt doch eigentlich ganz gut, oder? Dass ich überhaupt keine Erfahrung mit... so eine Art Spiel habe. Emotiviert den Schmerz. Wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat. Erstmal besaufen vor dem Kampf, ist klar. Ich mache immer noch stärker hier. Ah, da. Da. Okay, I see. Jetzt habe ich es rausgefunden. Schön. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man ein neues Spiel spielt und auf einmal... findet man so nach und nach immer die ganzen Kleinigkeiten heraus. Spielst du das mit Controller? Ich halte mal meinen Controller hoch. Das hier ist mein Controller. Man sieht es nicht. Meine Maus. Das heißt, nein. Das Spiel unterstützt scheinbar keine Controller-Einstellung. Jedenfalls habe ich da nichts dergleichen gefunden. Deswegen muss ich mit Maus und Tastatur spielen. Was für mich etwas ganz Neues. Das kann ich daher auch aktivieren. Das muss ich wahrscheinlich erst finden, ne? Und das hier kann ich auch aufpimpen, offensichtlich. Ich glaube, Gewandtheit, Intelligenz. Da ich noch nicht weiß, was Intelligenz mir bringt. Obviously. Ich mache mich mal geschwinder. Gewandtheit, ja.
Okay, so und jetzt können wir meditieren. Bis mittags meditieren, bis zum Morgengrauen, bis Mitternacht, bis zur Abenddämmerung. Wie soll man sagen, bis zum Morgengrauen. Dann einfach 21 Stunden. Ja, go. So, wie kann ich jetzt auf die Sanduhr, ne? Ja. Fusuis persönliche Vorhölle. Ja. Das trifft's ganz gut tatsächlich. Soundtrack ist echt schön stimmig. Ich möchte es nochmal an dieser Stelle betonen. Ihr wisst ja, ich bin sehr... Sound. Eine sehr große Affinität zu guten Sounds. Hey Kumpel, ich bin wach. Hab 21 Stunden gepennt. Eskel came by while you were resting. Triss is still unconscious, but stable. That's a relief. I've made a decision, Wolf. We abandon Kaer Morhen. There's nothing holding us here. I see. We need to bid Leo farewell and wait for Triss to recover. And the bandits? Yes, we need to finish things. But first, we must make a healing potion for Triss. We'll need to search for ingredients. Nothing useful left here. I can do that. How do I make the potion? Lambert will give you the formula. Look for him by the fireplace. He's with our brave sorceress. Lambert? He doesn't hate Triss? Feels guilty, I think. The first thing Triss'll hear when she wakes is, "Finally awake, Marigold." That's Lambert. Let's get to work. Later, I'll teach you how to extract ingredients from monsters. I'll be in the main hall. Fine. Oh, jetzt lernen wir wahrscheinlich Alchemie anzuwenden. Linksklick auf das Rollensymbol. Versuch's gerade zu finden. Linksklick auf das Rollensymbol oder drückt J, um das Tagebuch zu öffnen. Achso, das Tagebuch, darum ging es gerade. Ah, da, ja. Das sehe ich so gerade. Drückt auf Quests, um eure nächste Mission zu sehen. Wählt den Quest für Trank für Triss, dann linksklick auf Quest verfolgen. Also auf der Karte zu folgen. Das ist ja schön. Sehr schön. Warte, bis du zu Witcher 3 kommst. Viele schöne Melodien. Ja, ich freue mich jetzt schon. Es wird zwar noch eine ganze Weile dauern, weil dann gibt es ja erst noch Witcher 2. So. Okay, Tagebuch und Quests, hat er gesagt. Da. Das haben wir abgeschlossen, nicht wahr? Phasen Leos Tod. Ich mochte Leo, der war mir sympathisch. Quest ist Kapitel. Achso, es gibt ja. Es gibt verschiedene Kapitel. Das heißt, das ist wahrscheinlich. Ja, das wird noch Prolog sein. Okay. Trank für Triss, okay. Status aktiv. Achso, die hat sich automatisch schon aktiviert, scheinbar. Wie sie mir sagte, ich solle einen Trank für die verwundete Triss zubereiten. Lambert, der sich im Hauptsaal um die bewusstlose Zauberin kümmert, wird mir weitere Anweisungen geben. Ich sollte im Hauptsaal von Kaer Morhen mit Lambert reden und herausfinden, wie man den Trank braut. Das heißt, mit anderen Worten, wahrscheinlich wird das jetzt auch auf der Karte angezeigt. Oh, das ist die gesamte Welt hier? Verstehe ich das richtig? Und wir sind hier wahrscheinlich gerade. Ich habe echt ein bisschen eine kleine Gänsehaut, weil das so schön atmosphärisch ist tatsächlich. Also rein vom atmosphärischen Aspekt gefällt das mir unheimlich gut. Scheint die doch nicht angenommen zu haben. Achso, da unten, guck mal. Quest auf der Karte verfolgen. Ah, ja. Schon, jetzt wird es mir wahrscheinlich auch... Ja, jetzt wird es mir angezeigt, wenn ich auf M drücke... Alles in sich schlüssig, schön. Genau, was Kehl sagt. Das ist erstmal reinschnuppern für mich, aber für alle, denen es gefällt, kann ich sagen, dass es bisher gut aussieht, dass wir das weiterspielen. Segen der Luft, A-Zeichen, Intensität, 50% erhöht. Ich will ja mal gleich gucken, ob ich vor allem da draußen diese Hexenkessel da wegsprengen kann mit meinem Art. Vielleicht hier sogar? Bisschen dunkel gerade. Gerards Ausdauer, die durch den gelben Balken dargestellt wird. Seht jedes Mal, wenn ihr ein Zeichen einsetzt. Wenn die Ausdauer zu niedrig ist, könnt ihr keine Zeichen wirken. Die Ausdauer wird mit der Zeit wiederhergestellt. Also Tränke wie Waldchaos und Regen zu beschleunigen. Ja, okay. Na, das hat nicht funktioniert hier. Alles klar. Dann weiß ich auch, warum ich eben keinen Art nutzen konnte. Das lag an der Ausdauer oben. Aha.
wieder schlauer geworden. Wie gefällt euch das Spiel denn bisher? Kleines Feedback. Und zu meiner Vorstellung. Gebt mir Mut, Leute. Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu schlecht an. Schön. Gott, der hat aber auch schon saumäßig viel erforschen können später. Bist du das? Ja. Geralt, is something wrong? No time to talk. I need to make a potion for Triss. You should find a vial of white gall in the armory on the upper floor. Grab some calcium equum from the evening hall. Look for white stones in one of the chests. If you find any stragglers, finish them. We don't need prisoners. The stairs are through that door. I'd go, but Marigold lies unconscious by the fire. Wo bekomme ich Alkohol her? Okay, nee, nochmal. Where's the calcium equum again? In the evening hall, inside a chest. Where can I get some alcohol? There should be white gull in a crate in the armory on the upper floor. The room's full of weapons, you'll know it when you see it. Lambert, I have to tell you something. What is it? Leo. The bandits killed him. He wasn't ready. What a loss. We'll hunt them down, Wolf. We'll avenge Leo. Mensch, der klingt ja richtig bitterböse getroffen, der arme Mann. I'll find you later. Bereite Tränke während der Meditation zu. Sammelt zunächst hier vor euch. Aha. Neue Quest im Tagebuch. Okay. Wird das auch angezeigt? Ja. Da liegt sie. Da, das ist sie doch. Links auf Lagerfeuer entzünden, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Meditiere am brennenden Lagerfeuer. Das Feuer wird sich selbstständig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Ach so. Das heißt, jetzt können wir da... Ja, guck mal, jetzt bin ich in den Meditationsmodus gegangen. Ich hoffe nur, ich kann das auch wieder abbrechen, weil ich will nicht meditieren. Aber... ich kann einfach 0 klicken, ja. Da passiert halt nichts, okay. Huch. Wollt mein Schwert nicht. Steck's weg. Hey, da liegt ein Hähnchen. Hütchen. Ich kann es ausbeuten. Geil. Erstmal Chicken Coil nehmen. Was macht das? Regeneriert wahrscheinlich Vitalität, ja. Das passt ja auch irgendwie. Ich kann ja wirklich alles Mögliche ausbeuten. Leckere Grillspieße hier. Ich will mich die ganze Zeit umgucken. Nö. Mach doch die Stimmung nicht kaputt hier, Typ. Das war so ein schneller, glaube ich, ne? Nö, kein Bock! Der andere hat mich voll erwischt jetzt. Okay. So, nächster. Mess with me and die. So, schön wieder zwischen schnell und stark wechseln. Das war zu schnell. Deadpop, danke für 8 Monate Treue. Vielen Dank. So, hier sollte ich ja richtig sein. Nee. Oh, doch nicht. Warte mal, in der Mitte war das. Da kann ich überhaupt runter? Oder missverstehe ich die Karte einfach nur gerade? Was ist das denn da? Das ist ein Lagerfeuer. Was sind die schwarzen Punkte? Küche. Treppe zur zweiten Etage. Ach so, also doch. Verdammt. Verdammt! Na gut, dann gehen wir wieder hoch. Die tanzen auch beim Kampf. Richtig. Warum auch nicht? Oberstes Stockwerk. So, er sollte doch... Oh. Auf die Nuss!
Oh Gott, sind die ja. You dare challenge the Salamandra? Ja, mach ich. Oh Gott, wie viele sind da? Ich kann mir mittlerweile wenigstens merken, glaube ich. Also das wächst zwischen den Kampfstilen, klappt schon echt gut. So. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Kampfsystem. Aber ich bin mir sicher, dass ich das hinkriege. Oh. Einfach abgemurkst den Typen.